Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Dragon Quest Builders 2. Ich muss sagen, ich bin jetzt die ganzen Gänge durchgerannt und habe wirklich jedes Eck nochmal abgesucht, aber ich habe dieses eine einzelne Monster nicht mehr gefunden. Ich habe dann aus ganzer Frust hier diese ganzen Säulen und so weiter abgebaut. Und jetzt möchte ich einfach nur noch zurück mit euch und da einfach weiter basteln in Hammerholm, dass wir hier so langsam mal fertig werden. Es ist nämlich noch einiges zu tun, das ist ganz klar. Aber ja, also nach dem Monster suche ich jetzt jedenfalls nicht mehr. Da habe ich jetzt echt die Schnauze voll. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns mal hier ein bisschen um. Ich war nämlich schon ein paar Tage nicht mehr hier. Die Bar steht. Wir brauchen eigentlich nur noch hier oben die Bar, ne? Die Goldbar brauchen wir noch. Und da wollte ich hier noch ein bisschen mit Treppen und so weiter bauen. So, ich weiß nicht inwiefern... Ne, die machen da nichts, ne? Aber das ist ja auch in Ordnung. Das macht dann halt ich. So, die Goldbar bauen. Die Sachen hier mal rausholen. Na, komm. Schauen wir mal, ob ich noch ein bisschen Gold habe. Ich habe nämlich gerade auch noch ein bisschen was abgebaut. Zack. Ja, war jetzt nicht allzu viel, aber ein bisschen was habe ich abgebaut. So, dann können wir das da einsammeln. Schauen wir mal, wegen... Ja, ansonsten habe ich nichts, ne? Wie viel Glas habe ich? 238. Also insofern brauche ich da auch nichts machen. Hier liegt ja auch nichts rum und wir kriegen auch täglich nicht mehr unser Zeug. So, dann würde ich sagen... Wir schauen mal nach oben und versuchen einfach hier ein bisschen weiter zu basteln. Wobei ich natürlich schon gerne hier irgendwie noch eine Treppe hinmachen möchte, ne? Das auf jeden Fall. Ich weiß nur noch nicht, wie ich die mache. Das ist das einzige Problem. Jetzt schauen wir mal rein. Also, das sind ja die ganzen Sachen, die wir auf jeden Fall brauchen. Dann fangen wir halt einfach mal an mit der Goldbar. Bauen wir halt einfach hier mal ein bisschen weiter. Was brauchen wir? So, wir brauchten auf jeden Fall diese Steine, diese Teppichdinger. Na, verdammt. Ich muss erst wieder reinkommen, richtig? So, wir sind jetzt halt hier. Genau, und das wird dann alles dieser Teppich. Und der edle Teppich, der ist hier außenrum. So, aber den edlen Teppich habe ich... Doch, da habe ich den. Naja, dann machen wir doch mal. Bobett platziert die ersten 50 Blöcke auf dem Bauplan und begeistert die Bewohner. Wie geht's voran, Bobett? Sieht aus, als würdest du ordentlich vorankommen, Buddy. Bla bla. Gut. Das heißt also, die bauen doch... Jetzt habe ich schon mich gewundert. Was ist nun? Was soll das sein? Ich habe eine komplette Wagenladung Gold mitgebracht. Okay, ich auch. Goldfarbene Ziegelblöcken, ungeheuerte Teppiche und Vorhänge hergestellt, ist mir die Finger bluten, frag bloß nicht nach den goldenen Feuerschalen. Okay, naja dann. Dann passt ja alles. Oh Mann. So, also die bauen also jetzt weiter. Das ist schon mal gut, weil dann brauche ich mich jetzt nicht mehr um den ganzen Schmonz kümmern. Es ist immer was anderes, ob ich selber etwas baue oder... oder halt etwas Vorgedingstes. Von daher bin ich ganz froh, dass die das machen. So, wir können einem Beispiel folgen und die Arbeit machen. Überlass das den Rest uns. Alles klar, mache ich doch gerne. Ja, ja, Rivalen, bla bla. Diese Typen sind wirklich komisch, ja. Stimmt was nicht, Myrod? Hast du Probleme? Wenn nämlich nicht, sollten wir in den Puschen kommen, wo die hier fertig bauen. So. Habt ihr es jetzt? Okay, dann fragen wir ihn nochmal. Du kannst Bau oder Goldbar also uns überlassen. Alles klar. Arbeit nachgehen. Bla bla. Bauplan ein paar Lücken aufweist, und zwar um diese Feuerschalen herum. Hast du einen Plan, was dorthin soll? Leuchtkästen, sagst du, aber sie müssten
rot sein. Nun, es gibt in der Nähe eine kleine Oase, wo du rotes Färbemittel finden kannst. Juhu, das habe ich ja schon abgebaut. Sie liegt im Südwesten auf der anderen Seite der Bucht. Bring 10 Töpfe rotes Färbemittel her, doch sei vorsichtig, bla bla. Okay. Ah, du hast rotes Färbemittel gefunden, natürlich. So, würde ich aufstellen, warten, bis der Bauplan fertig ist, dann kannst du die letzten Handgriffe tun. Wollen unsere Bauerin bei der Arbeit nicht in die Quere kommen. Alles klar. Und? Was jetzt? Eine Idee? Lernt eine neue Anleitung? Färbefass, jawohl, doch. Ein Kessel voll kunterbunten Färbemittel lässt dich verschiedene Objekte neu färben. Das ist doch schon mal cool. Yes. Wunderbar, wunderbar. Das war genau das Ding, wo ich gedacht habe, das bekomme ich erst viel später. So, das ist super. Jetzt schaue ich mal, ob ich das... Genau, hier müsste ich... Jawohl. Kann ich das... Ne, eins reicht. Eins reicht erstmal. So, und aufstellen tue ich. Ja, genau hier drunter unterm Fenster. So, färben. Und zwar brauchen wir... Also das ist natürlich alles neu, ne? Das können wir quasi alles einfärben. Das natürlich auch. Und da auch. Und das da. Was wir jetzt halt quasi machen wollen. Einmal kurz überall drüber, dass dieses neu verschwindet. So, wir brauchen Leuchtkästen. In Red. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich habe keine Ahnung, aber ist jetzt auch egal. Dann lassen wir das jetzt mal. So, ihr baut da oben rum. Würde ich sagen, tue ich euch mal was Gutes und gebe euch noch ein bisschen Material. Das nehmen die ja nicht raus, ne? Okay, dann würde ich sagen, ich tue mal einmal kurz tauschen. So. Zack. Und dann würde ich sagen, bauen wir halt dann da mal ganz kurz. Ja, ich bin am Verhungern, ich weiß. So. Hätte ich gleich so machen sollen, ne? Na? Ach so. Ja, ja, ich weiß. Gut. Also, wir tun mal die... Nicht platzieren, öffnen. Tun wir mal alles... Wow. Tun wir mal alles rein, was ich jetzt halt hier so drin habe. Jetzt muss ich erst einmal sortieren. So, wir tun die rüber, die rüber, die rüber. Die rüber. Das da. So. Okay, das war's, oder was? Nee. Okay, ich glaube, da habe ich jetzt alles. Ah, nee, die Fässer noch. Achso, das geht nicht mehr. Okay, warte mal. Die Dinger brauchen wir nicht. Zack. Raus damit. Dafür aber bitte die Fässer rein. Ich weiß gar nicht, warum waren jetzt eigentlich die Fenster da drin? Na gut, ist egal. So, und dann müssten wir quasi die Sachen hier noch rüber tun. Und das, was sie brauchen, brauchen sie. Was sie nicht brauchen, nehme ich dann später wieder raus aus der... Wow. Nehme ich dann wieder raus aus der Kiste. Na, die sind ja ganz schön flott unterwegs, hä? Okay, gehen wir mal runter und holen uns ein bisschen Pilzhäppchen. So. Mal kurz schauen. Die können wir uns rausnehmen. Okay, Moment. So, damit sind wir auf jeden Fall wieder auf 100%.
würde ich sagen, ich gehe nochmal ganz kurz rein, weil dann tun wir nämlich das da und das da raus. Da sind wir noch gut gefüllt. So, das Yggdrasilblatt wollte ich nochmal angucken. Belebt dich und stellt alle Lebenspunkte wieder her, wird automatisch benutzt, wenn man es hält. Also im Grunde im Inventar, wenn ich dieses Blatt habe, dann kann ich sozusagen nicht sterben, ne? Wenn man so will. Naja, gut. So, die Bar. Während die da oben rumbasteln, wollte ich nämlich mal die Bar ein bisschen noch ummodeln am Boden. So, allerdings würde ich sagen, ja, ich habe nicht sehr viel davon, ne? Schauen wir mal. Ich gehe mal auf... Schauen wir mal. Ach. Oh Mann. Yo, ich liebe es, ehrlich. Moment. Ja, das ist aber jetzt doof. Damit waren die alle schon weg. Bobette stellt folgendes fertig, Goldbar. Ich habe die nicht fertiggestellt, das habt ihr gemacht. Ich will mir die... das nicht anziehen, diesen Schuh. So, gehen wir nochmal rein ins Inventar. Dann würde ich sagen, nehmen wir halt was anderes. Nehmen wir halt einfach den Lebensteinmauer. Das ist doch egal. So, schauen wir mal. Moment. Nochmal eins vor. Die einzelnen kaputten Dinger muss ich natürlich rausschmeißen, das ist klar. So, das sollte jetzt dann auch alles sein, oder? Genau. So, Moment. Dann gehen wir gleich hier nochmal drauf. Zack, Hammer. So, noch irgendwo? Ich glaube, dann war es das, ne? Jawohl. Passt perfekt. So, gehen wir mal nach oben. Nehmen wir mal ein bisschen die Baustelle ab hier. Aber es scheint mir okay zu sein. So, einmal. Jetzt geht er wieder raus. So, bleibt stehen gefälligst. Neuigkeiten, erste Bauabschnitt des Goldbeißes, ne? Bla bla, Leuchtkästen. Ja. Ja, ist in Ordnung. Er erzählt mir jetzt halt gerade, dass ich ja Leuchtkästen erstmal herstellen muss und die dann umwandeln und. Naja. Jetzt habe ich nur vergessen zu schauen, wie viele. Das sind einige, ne? Geh halt mal. Hallo? Warum kann ich den Plan nicht aufrufen? Weil der fertig ist, ne? Okay. 1, 2, 8 Stück. 8 Stück. Das ist nur die Frage, wie viel habe ich davon noch? Mach mal da nochmal 8 Stück. Wenn welche fehlen, mache ich die halt auch noch. Oh. Ich hatte schon einen. Okay. So, dieses Ding hier in Rot. 8 Mal. Ja, ja. Mach.
da noch. Bin schon gewundert, wo habe ich es jetzt vergessen? Gut, damit haben wir die nämlich auch. Jawohl, komm her, du Schlumpf. Hopf, 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 hopf. Zu mir her. Los, Dalli. So, recht hübsch. War fertig, erstmal mit bla bla. So, und jetzt der zweite Plan. Solange du genug Farbe hast, kannst du es dazu verwenden, die Farbe viele verschiedene Gegenstände zu ändern. Ja, ja, das weiß ich. Wir brauchen halt dann noch dieses andere Ding. Wunderbar. Genauso wollte ich das. Hurra! Bla. So, dann mach mal den zweiten Teil bitte. Keine Zeit verlieren, bla bla. Jawohl, Goldbar Stufe 2 ist dann damit fertig. Im Grunde können die doch gleich loslegen, oder? Achso, Fenster haben sie doch gebraucht. Na komm. Die erzählt im Grunde, glaube ich, die Geschichte von Medusa und dem Goldgolem, dass die damals ja ein Liebespaar waren und Medusa im Grunde eigentlich nur eifersüchtig ist. So. Du möchtest diesmal ein paar blaue Leuchtkästen? Haha, rot, blau, blau, blau. Ja. Ja, ich habe das Färbemittel schon. Damit geht das Ganze natürlich auch schneller. So, gut. Schauen wir mal ganz kurz auf den Plan. Leuchtkästen. Rot 2? Nee. Nanu? Werden die gar nicht angezeigt? Naja, gut. Die werden wir dann später sehen. Schaue ich da noch mal rein. Warte mal, wir können einmal wechseln. Genau, Fenster brauchen wir noch. Das heißt aber, wir können das Fass, die Gladiolen, wir können die Sachen im Grunde, die alle aufleuchten, nicht aufleuchten hier, können wir jetzt rausnehmen. So, und können dafür die Fenster reinmachen. Schauen wir mal, ob wir da noch was haben. Nö. Nö, passt. Ja, Verbindungsfenster hast du doch drin. Brabbel doch nicht. Teppich, ja. Ich denke mal, dass die genug Zeug haben, ansonsten sagen sie es schon. So. Arbeitet ihr mal schön weiter. Und? Sind sie fertig? Ich hoffe doch, die haben die ganze Nacht gearbeitet hier. Also doch. Ein bisschen was fehlt natürlich noch. Bin mal gespannt, jetzt schaue ich nochmal drauf auf den Plan. Das ist eigentlich über... Oh.
verdammt. Das ist eigentlich überwiegend nur noch so ein Rahmen, ne? Na gut. Ich wollte mit dir nicht reden. Ich wollte ein bisschen tanzen. Genau. Alles tanzt nach meiner Pfeife. Schön, wie schnell das geht. Ja, dann haben wir es ja gleich. Ich hoffe zumindest, dass die alles haben, ne? Weil wenn nicht, dann muss ich nämlich schauen, dass ich das noch schnell herstelle. Ups. Ich will eigentlich die ganze Zeit hier in dieses Loch da rein. So. Ich glaube, ich stehe schon auf dem höchsten Punkt, oder? Oder kommt da noch was? Ups, stehe ich dem Weg? Die überall in der Luft rumklopfen, ne? Aha. Kann ich da drauf springen? Nein. Also da fällt mir durch, tatsächlich. Klopfe und Gehämmer ist das, ne? Okay, ja, dann stehe ich jetzt hier auf jeden Fall nicht im Weg. Schauen wir mal, wie viel das sind. Aber ich denke, das werden nicht mehr sein wie 8. Färbemittel haben wir ja eigentlich genug. Na, da wird es mir warm unterm Rock. Oh mei. Könnt ihr mal ein bisschen hinmachen? Aber ich kann eigentlich in der Zeit gar nichts machen. Ich könnte natürlich mir das eine oder andere drum schnappen und selber noch hinsetzen, aber was weiß denn ich, was ihr vorhabt? Schauen wir nochmal drauf. Okay, also sehr viel ist es hier nicht mehr. Das andere Zeug ist alles verbaut. Es ist eigentlich nur noch hier die paar Trümmer noch. Jawohl. Jawohl. Einmal abgeklatscht. Ne, komm zu mir daher. So, zweiter Abschnitt ist bla bla. So, Leuchtkästen. Genau, die möchte ich. Jetzt sag mir nicht, wie das funktioniert, bitte. 8 Stück auch. Okay, alles klar. Einen haben wir, das heißt also noch, ups, 7 Stück. Das wäre jetzt ein wenig viel gewesen mit 200 Stück. So, raus. Dann machen wir die natürlich einmal bitte in Bleu. Ja, hallo?
Ah, jetzt. Zack. Nee, da können auch welche... Ah, 6 Stück. Ich mache erst einmal die 8 Stück rein. Also nochmal 6 Stück. Nochmal irgendwo? Ja, dass ich da irgendwas vergesse. Jetzt habe ich die Leuchtkästen wenigstens schon mal weg. So, also 6 Stück. Jawohl. Wunderbar, wunderbar. So soll es sein. Ich komme, Leute. Und den letzten werden wir beim nächsten Mal dann platzieren. Ja, so fies bin ich. Weil dann soll es nämlich auch in der Geschichte weitergehen. Dann wird nämlich der dritte Teil noch aufgebaut. Und dann, glaube ich, kommt schon Medusa. So. Von daher würde ich sagen, ich hebe mir jetzt diesen letzten Block auf. Den setzen wir dann beim nächsten Mal zusammen. Und ja, bitte nicht zu böse sein darüber. Aber es ist einfach ein perfekter Schnitt jetzt gerade. Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.